Liebe Nürnbergerinnen, liebe Nürnberger, liebe Freunde Europas, jedes Jahr erinnern wir uns am Europatag gegenseitig daran, dass wir das Glück haben, in einem geeinten Europa zu leben. Gerne hätte ich Sie dazu in Nürnberg persönlich begrüßt. Denn der Europatag ist eine gute und richtige Tradition, die ich als Ministerin für Europaangelegenheiten und Internationales in der Bayerischen Staatsregierung gerne aufgreife. In Nürnberg wird deutlich, wie vernetzt unser Leben ist und wie europäisch es schon immer war. Die alten Handelswege gingen über Nürnberg nach Prag, ans Mittelmeer und in den Norden. Bis heute ist Nürnberg Verkehrsknotenpunkt und Handelszentrum, Umschlagplatz für Güter und Ideen aus aller Welt. Eine Metropole mit internationalem Ruf, ein starker Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Die Stadt der Menschenrechte, weltoffen, herzlich, tolerant. Nürnberg ist eine Brücke zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West. Nürnberg ist seit über 1000 Jahren eine Stadt im Herzen Europas. Für alle europäischen Staaten gilt, wir brauchen Europa und Europa braucht uns, weil wir nur gemeinsam stark und handlungsfähig sind. Das europäische Modell ist einzigartig und ein Traum vieler Menschen auf der Welt. Dieses Modell von Vielfalt und Freiheit wird aber nur dann attraktiv bleiben, wenn wir noch schneller und stärker zusammenarbeiten und zu gemeinsamen Lösungen kommen. Wir brauchen die europäische Einheit aktuell bei der Impfstoffbeschaffung, beim wirtschaftlichen Wiederaufbau, bei der Diskussion zum Grenzregime, zu Frontex oder zum Umgang mit Migrationsbewegungen. Wir brauchen Europa als Wirtschafts- und Wertegemeinschaft. Deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass die europäische Idee in einigen Ländern schwächer wird. Auch der unterschiedliche Umgang mit Rechtsstaatsprinzip und Demokratie und die unterschiedliche Achtung gemeinsamer Werte sind nicht hinnehmbar. Das heißt für uns in Europa, wir brauchen ein klares Bekenntnis zu Europa. Und wir brauchen starke Ideen, um unsere Zukunft selbst zu gestalten. Klimawandel, Wettbewerbsfähigkeit und die Stärkung des Zusammenhalts. Es sind Jahrhundertaufgaben, die unsere volle Aufmerksamkeit und Kräfte als Europäerinnen und Europäer erfordern. Die Europäische Union beginnt am Europatag 2021 eine Debatte über die Zukunft Europas. Unter dem Aufruf "Verschaff dir Gehör" kann jede Bürgerin und jeder Bürger in der EU Vorschläge und Ideen einstellen. In einer Konferenz zur Zukunft Europas sollen diese inhaltlich zusammengeführt werden. Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Mir ist es dabei ein persönliches Anliegen, mit den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu treten. Ich darf alle in Bayern ermutigen, sich an dieser Aktion zu beteiligen, auch hier in Nürnberg. Es ist unser Europa. Wir sind dabei.